Hallo zusammen. Ich lese dort vom Schlunz und das letzte Geheimnis, das Kapitel 33. Sonntag. Eine Woche vor Ostern. Lukas fühlte sich wie im Nebel. Er konnte nicht schlafen. Er konnte niemandem zuhören. Als die Familie in den Gottesdienst fuhr, wollte Lukas nicht mitkommen, aber Mama erlaubte ihm nicht, zu Hause zu bleiben. Also saß er im Kindergottesdienst, sang bei keinem Lied mit und hatte auch nicht die Kraft zuzuhören. Adelheid erzählte von Jesus, der von Soldaten gefangen genommen und von einem römischen Beamten zu Tode verurteilt und dann auf den Henkerplatz außerhalb der Stadt geschleppt wurde. Jesus wurde an ein Kreuz genagelt. Das Kreuz wurde zwischen zwei Schwerverbrechern aufgerichtet. Die Leute, die vorbeikamen, lachten Jesus aus. Haha, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Und dann wurde es mitten am Tag stockdunkel. Jesus hing nun schon einige Stunden am Kreuz und dann schrie er aus Leibeskräften: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Adelheid diesen Satz von Jesus erzählte und dabei selbst auch lauter wurde, schreckte Lukas auf. Das hätte auch sein Gebet sein können. Lukas fühlte sich im Moment von Gott verlassen. Aber ob das wirklich so war? Würde Gott Lukas verlassen? Nein, sicher nicht. Lukas ärgerte sich selbst über sich. Der Schlunz hatte viel schlimmere Sachen erlebt und der fühlte sich nicht von Gott verlassen. Zumindest schien das nicht so. Lukas war nicht verunglückt. Lukas hatte noch seine Familie. Niemand war verstorben. Und er plagte sich mit Gedanken, die völlig übertrieben waren. Lukas schüttelte wieder den Kopf. Er zwang sich, nicht weiter darüber nachzudenken. Papa, betete Lukas leise vor sich hin. Ich fühle mich so bedrückt. Ich bin schuld, dass Hiob hingefallen ist. Es tut mir leid. Bitte befrei den bösen Gefangenen aus meinem Herzen. Ich kann das nicht. Aber du, so soll es sein. Was hast du gesagt? Fragt Schlunz, der neben Lukas sagt. Nichts, antwortete Schlunz. Ich habe nicht mit dir geredet. Mit wem denn sonst? Lukas sprang ein kleines Grinsen ins Gesicht. Also Schlunz, der Raum ist voller Menschen und du wunderst dich, wenn ich mal ausnahmsweise nicht mit dir rede? Schlunz grinste auch. Ich habe zumindest nicht gesehen, wie dir jemand geantwortet hat. Vielleicht hast du nicht laut genug gesprochen. Ich glaub doch. Lukas zog geheimnisvoll die Augenbrauen hoch. Vielleicht antwortet er mir später. Lukas war gar nicht aufgefallen, dass er immer noch auf seinem Stuhl im Kindergottesdienst saß, obwohl alle Kinder schon längst draußen waren, auch Schlunz und Nele. Erst als er eine Stimme hinter sich hörte, zuckte er zusammen und tauchte aus seinen Gedanken auf. Na, mein Lieber? Lukas drehte sich um. In der Tür stand Oma Emmy. Du sitzt ja ganz alleine hier. Ja, Entschuldigung. Oma Emmy lachte. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. Nein. Es sah aus, als würdest du beten. Tja, Lukas schaute auf seine Hände. Vielleicht wollte ich das auch, aber dann habe ich mich von meinen vielen Fragen ablenken lassen. Und außerdem, jetzt schaute er wieder Oma Emmy an, habe ich mich gerade gefragt, ob es überhaupt was bringt zu beten. Was meinst du damit? Lukas erzählte Oma Emmy von Hiob, von Schlunz Geschichte und dass sie nun schon so lange gebetet hatten, Schlunz solle seine Eltern finden. Er erzählte auch von Jesaja und all den Gedanken, die ihm in der letzten Zeit durch den Kopf gingen, ob es sich überhaupt lohnt zu beten, wenn Gott sowieso macht, was er will. Am meisten schämte er sich wegen Hiob und dass er ihn oft eine Nervensäge genannt hatte. Am liebsten würde Lukas den Film zurückspulen und nochmal neu spielen. Dann würde er Hiob netter behandeln. Lukas fühlte sich einfach nur schuldig. Am Ende seiner Erzählung seufzte er einmal laut. Oma Emmy seufzte auch. Oh weh, was in einem Kinderherzen so alles drinsteckt. Sie kam auf ihn zu und setzte sich neben den Stuhl. Setzte sich auf den Stuhl neben ihn. Ja, das ist gut, dass du das fragst. Nur wer fragt, kommt im Leben weiter. Sie nickte langsam vor sich hin. Aber lass dir das eine gesagt sein, Lukas. Du bist nicht schuld daran, dass der kleine Hiob gefallen ist. Warum nicht? Erstens bist du für Hiob nicht zuständig, sondern seine Eltern.
Zweitens hätte Hiob auch überall sonst stürzen können. Vielleicht sogar, wenn seine Eltern dabei gewesen wären. Du bist nicht schuld. Aber ich fühle mich schuldig. Dann bitte Gott, dich von diesem Gedanken zu befreien. Du bist nicht schuld. Okay. Lukas seufzte und ließ die Schultern hängen. Er wollte es ja gern glauben, dass er nicht schuld war. Und ihm gefiel, wie Oma Emmy das sagte, aber das schlechte Gefühl blieb noch in seinem Bauch hängen. Und mit dem Beten, das ist eine verrückte Sache, sagte Oma Emmy. Meistens beten wir doch nur, wenn wir was von Gott wollen oder wenn Gott irgendwas tun soll. Gott soll gesund machen, Gott soll helfen, Gott soll die anderen lieb machen. Und wenn er es dann nicht tut, sind wir enttäuscht. Sie lachte. Für mich ist Beten aber viel mehr. Beten ist, dass er mit seinem Papa zusammen ist. Gott ist doch der Papa, so hat es doch dein Freund der Schlunz gesagt, nicht wahr? Und ich bin sein Kind, ich darf bitten und betteln, so viel ich will. Und der Papa überlegt sich, was davon er tut und was nicht. Ich will deswegen nicht aufhören zu beten, nur weil Gott nicht alle Gebete gleichmäßig erhört. Tja, sagt Lukas, das klingt so einfach. Das ist auch einfach. Es ist wie mit deinem Vater. Mit dem redest du doch auch nicht bloß, wenn du etwas von ihm willst. Du redest mit ihm, weil er dein Papa ist. Du erzählst ihm, wie es in der Schule war. Du bittest ihn, wenn du was willst. Du quälst ihn, wenn du was unbedingt willst. Und dein Papa freut sich immer, wenn du kommst. Wenn du ihn fragst, wenn du ihm was erzählst und wenn du ihn um etwas bittest, stimmt's? Und ich glaube schon, siehst du? Und so ist es auch bei Gott. Lukas schloss die Augen und nickte. In Gedanken stellte er sich Gott als Papa vor, der ihn freundlich anlächelte. Das gefiel Lukas. Er lächelte zurück. Als er seine Augen öffnete, saß Oma Emmy nicht mehr neben ihm. Trotzdem fühlte er sich irgendwie besser. So, das war das Kapitel 33 vom letzten Teil Schlotz.